Herzlich willkommen zu einer weiteren Snapshot Preview Video. Und zwar geht es diesmal um den Snapshot 13W01A. Da steht im Namen 1.5 in dem Redstone Update getauft. Demnach wird es in diesem Update viel um Redstone gehen und in diesem ersten Snapshot sogar ganz schön viel enthalten. Fangen wir an. Die Redstone-Schaltkreise und die Kolben funktionieren jetzt stabiler. Das heißt, dass man das viel besser kalkulieren kann. Dann gibt es einen neuen Komparator. Der sieht so ähnlich aus wie ein Repeater, nur er hat halt diese schöne Fackel, so eine kleine Redstone-Fackel, die eingebaut ist. Kann man damit wieder tolle Schaltungen machen, ich bin ja nicht so der Redstone-Junkie. Da gibt es einen Trichter, der ist interessanter, noch nicht fertig auch. Der gibt Items, wenn er aktiviert ist, in der Kiste unter ihm weiter. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Fackel haben, also ein Signal, dass es ausgibt, und wir tun hier oben einen Dirtblock rein, zack. Saugt ihr das ein und packt es hier unten, packt es in den Trichter. Eigentlich sollte das in die Kiste. Aber dann ist es eben im Trichter, ist auch Wurst. Es gibt einen Tageslichtsensor, der hängt von der das Redstone-Signal, das er ausgibt, hängt von der Stärke des Lichts ab. Beim Tag zum Beispiel hier sehen wir einen ausgefahrenen Repeater. Wenn wir jetzt aber auf Nacht stellen, ich glaube irgendwie Day Time Set Night. Okay, jetzt fängt es langsam an zu. Ach. Time Set. Ich glaube. So, guck. Jetzt ist er eingefahren. Oh, und da spawnen ganz viele Monster. Time Set Day. So ist besser. Gut. Truhe, welches ein Redstone-Signal abgibt, wenn sie geöffnet wird. Hier haben wir einen Kolben. Jetzt öffnen wir die Truhe. Die ist also ein bisschen rötlich hier. Dann fährt der Kolben aus. Auch nett. Zwei neue Druckplatten, die ein Signal abgeben, je nachdem, wie viele Items darauf liegen. Hier haben wir eine silberne und eine goldene. Bei der goldenen reichen 1, 2, 3. Dann sind wir schon der erste Streifen. 4, 5. 3, 4, 5. 6. Ja, sowas an der Art. Und hier brauchen wir schon ein paar mehr. Und mit ein paar Beinen hier auch ein paar. Deswegen tue ich einfach mal einen Stack drauf. Und dann fährt auch dieser Kolben auf. Damit kann man noch kompliziertere, noch bessere Redstone-Schaltungen bauen. Wir haben einen Redstone-Block, der wirkt wie eine verschiebbare Redstone-Fackel. Somit können wir ein Signal jetzt auch weitergeben. Will zum Beispiel hier sehen. Die Schnauze. Ja. So können wir dann zum Beispiel zusammenhängende Schaltungen bauen, weil wir dann jetzt ein Signal sozusagen haben, das weitergegeben werden kann. Bei den Fackeln war das ja nicht der Fall. Auch nett. Zu guter Letzt haben wir noch Never Quartz im Never eingeführt und der wird letztendlich zum Herstellen von dem Tageslichtdetektor und vom Komparator gebraucht. Und wird im Redstone zu finden sein. Und sieht, wie ich finde, sehr, sehr geil aus. Gut, das war's von mir schon wieder mit dem Redstone Snapshot Update. Schreibt in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Von mir werden noch weitere Snapshot Previews kommen, sobald neue draußen sind. Ich wünsche euch noch einen bezaubernd schönen Tag. Euer Salken zockt.